Blätter da nicht im Katalog? Da? Nein, ich habe ja nicht im Katalog. Doch, tut er doch. Warte, jetzt tu mal so lassen. Ah, ja, klar. Jetzt, was sucht denn der? Nackte Weiber. Das. Das kann natürlich auch sein. Katalog. Ich sage immer, warte mal. Weißt du, was der sucht? Der Single Club. Nee. Swinger Club. Nein. Swinger Club. Auch nicht. Der sucht das Biersparadies. Das Bierparadies? Sparadies. Biersparparadies. Biersparparadies? Bier, lass mal was trinken, dann krieg ich's hin. Charlie, kann ich das nicht gut, kann ich nicht gut stören? Was ist mit deiner Bierprobe? Will darum, extra kommen? Darum geht's. Wir haben es vorne vorbereitet und du darfst der Erste sein. Oh nee. Das ist meine Ehre, oder was? Ja. Ja, na, holla die Waldfee. Gut, aber Flasche, Kinder. Jetzt gucken wir mal, wo das herkommt, oder? Aus Liechtenstein, okay. Ja, wenn es aus dem Glas trinkt oder aus dem Glas, ist eigentlich egal. Wie munter das? Malzig, ja? Also es ist süffig auf jeden Fall, das ist mal das ist gefährlich. Also, das ist eher, würde ich sagen, wo auf Haare schmeckt. Also der Kronkorken war gedacht, in eins von den beiden Behältern, also sprich das Plus und das Minus hier zu verteilen, ob es dir geschmeckt hat oder halt nicht. Kann man trinken. Kommt die warmen Bierkenner. Wir wollen Bier. Wir wollen Bier. Wir wollen Bier. Ich habe gehört, heute gibt es Freibier für diejenigen, die die Mützenträger jetzt dabei haben. Nein, schau doch mal. Ivo, da am 22. Also, die Mütze halt. Lieber Freunde, wir sind alle komm später nochmal, wir probieren nochmal. Gut, kann sein. Alles, ja. Wenn ich aufs Bild. Grüßt ihr euch, hallo? System ist klar. Wird? Wenn dir das Bier gefällt, dann einfach bei Plus einwerfen in der Kronburg. Alles klar, machen wir. Schaffst du das? Schaffen wir. Ich glaube. Schaffst du das auch nachher? Ja, ich schaff das auf jeden langsam. Fall. Wenn er das schafft, schaffe ich das schon lange. Also, machen wir. Zum Wohle. Oh. Zick. Aufmachen ist Clubbier, wenn ja. Man das macht. Ja, ja. Schön. So. Lass uns das mal schmecken. Zum Wohle. So, erster Eindruck. Das schmeckt super. Bisschen wie Wulle, finde ich. Nee, bisschen süffiger. Bisschen, aber gerade also die süffiger. Und das schmeckt mir. Wirklich. Das ist gut. Das ist geiles Bier, ich weiß es ja. Da gibt es nur eine Meinung, oder? Eindeutig. Also mir schmeckt es auf jeden Fall. Schon drinnen. Plus. Ein Plus für das. Eindeutig. Also, das führt dir ein. Gut. Sagen einen der besten Biertrinker hier drin. Ich trinke eigentlich nur Bier. In jeglicher Form. Und das hier finde ich herausragend. Das finde ich herausragender als das Zacher sogar. Muss ich sagen gerade. Zacherbier war auch mal hier. Ja, jawohl. Zacherbier war auch mal hier. Das ist besser. Das ist ein und das hast du aus Liechtenstein erfahren. Nee, also vom Brauer aus Clubbier. Trinken wir öfters Bier jetzt. Oh ja. Zum Wohle. Ja. Steht da drauf, ist ein Premium-Bier. Da noch zwei Flaschen da. 5,2% Premium-Bier. Und ich muss sagen, Premium schmeckt mal, die 5,2 nicht. Wirklich gut. Also bist du im Club? Das ist ich bin drinnen. Ich bin jetzt drinnen. Sehr gut. Also ich kann mich den Worten anschließen mit meinem Kollegen hier, der ist ja Bierkenner. Mehr habe ich nicht dazu gesagt. Also du hast selber auch noch einen eigenen Geschmack, oder? Ich finde es ein bisschen wie Wulle, muss ich sagen. Ein bisschen wässrig, wie der Markus sagt, aber finde ich ein bisschen wie Wulle. Also. Wulle ist mein Lieblingsbier, also von dem her. Oh, hast du jetzt vielleicht neues Lieblingsbier? Vielleicht, ja. Katharina, wie schmeckt es dir? So, wir haben hier das Liechtensteiner Clubbier. Jawohl. Heute zum Probieren, zur Probe. Das Spiel ist ganz einfach. Probieren und den Kronkorken entsprechend nachher in eins der Gläser verteilen. Schmeckt mir oder schmeckt mir eben weniger? Wollen wir das auf Ex trinken? Nein, um Gottes Willen. Nein, ich trinke ein. Trinkst du Bier auf Ex?
Stella Weiß. Aber wenn's gut ist, wenn, wenn, nur wenn es gut ist, genau. Okay, es langt ja eine Flasche. Es langt eine Flasche. Ich fahre auch so Flasche, ganz trinken. Nee, komm, gleich. Komm, wir trinken zwei Flaschen. Du kriegst deinen Korb, wir kriegen meinen Korb. Halt! Was? Aus der Flasche? Aus der Flasche. Und nachher? Probiere du Flasche, Kind. Das, was, wie es dir gefallen hat, muss dann da. Dann musst du entweder da oder da rein schmeißen. Okay. Wenn es schmeckt, dann schmeißt du da. Okay. Probieren wir mal. Doch, das kann man einführen, das ist gut. Also ich sag, schmeckt mir. Ist in Ordnung, oder? Was sagst du? Ja. Also wir sind beide überzeugt davon, kann man trinken. Super. Ja. Kriegen wir das jetzt öfters hier oder wie? Oder das jetzt hier eingeführt oder? Ja, jetzt gucken wir mal, wie viele Kronkorken noch in den jeweiligen Gläsern landen und entsprechend entscheiden wir. Also gut, wenn du das einführst, also ich wäre dabei, ich trinke das dann öfters. Okay, gut. Alles klar. Gut zu wissen. Ich danke dir. Ja. Danke euch fürs Mitmachen. Dann trinken wir mal. Du dürft leer trinken, ist doch ganz klar. Oder nimm das mit an den Platz. Wir nehmen jetzt mal mit deinem Platz, immer ja, mit der Ruhe. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Aber trotzdem danken wir mal. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja? Was Liechtenstein? Ja, da wo immer das Finanzamt hinterhält. Da wo man am besten sein Geld hinbringt. Wenn du Geld hast. Ja. Nee, aber so. Nee, das ist gut. Das ist in Ordnung. Also, man kann es trinken, es gibt schlechtere. Na, ist nicht bitter und gar nichts. Gibt es bessere? Was heißt bessere? Ist immer Geschmackssache. Wie man sieht, der eine schmeckt das, der andere schmeckt das. Also, ich kann sagen, mir schmeckt das. Gut. Ich nehme auch noch ein zweites. Okay, das ist gut. Wenn du die Krankenwäsche probieren lässt, aber ich echt lecker. Also mir schmeckt das Ding, also du kannst es gerne mal probieren, aber hab nicht aus meiner Flasche. Ja, aus dem Gläsle oder so. Okay. So, da haben wir die nächsten zwei Kandidaten. Ihr zwei, ihr dürft heute ein Club-Bier aus Liechtenstein für uns testen. Das Spiel ist ganz einfach. Kronkorken auf, probieren, Kronkorken aufheben und dann eben in eins der beiden Behältnisse hier vorne den Kronkorken nachher verteilen. Entweder hat mir geschmeckt oder hat mir eben weniger geschmeckt. Muss man das aus der Flasche trinken oder bekommt man da ein Glas? Wenn du möchtest, bitte. Bitte ein Glas. Dann schauen wir mal. Dann hier das Glas dazu. Ich sage jetzt mal. Eine Flasche für zwei Personen oder? Nee, können alle, jeder hat. Wir brauchen ja eure Meinungen, eure Grundkosten. Ne? Ach so. Probier mal. Wo kommt das her? Nicht gleich. Also zum Wohl. Schmeckt's? Also ich würde Wein trinken, vor allem der schmeckt schön herb. Ja, ist ein herbes Bier. Hat aber auch Malz, muss ich auch dazu sagen. Wir dürfen jetzt entscheiden, beziehungsweise einfach den Kronkorken entsprechend, also, wenn es dir geschmeckt hat, hier vorne. Ja. Wolltest du schon nicht so, oder? Ist was anderes. Ja. Weil's nicht was anderes. Also im Sommer kann ich auch nicht. Also ich sag mal, Rauchbier ist es auch noch nicht. Gib mir mal Lust dazu. Los, dann schnell. Okay. Habt ihr mal wieder eine gute Wahl getroffen? Bringt die Werbeschmiede von alleine.
Sie fragen, aus dem Land Liechtenstein oder ist es das von der Alpen? Nein, aus dem Land Liechtenstein. Ja, okay. Gut. Kommentar. Ja, ja, okay. Kein Problem. Ja, ja, passt schon. Was machst du jetzt? Hier. Dichtes Bier festzulassen. Machen wir ein Bier. Wir probieren mal. Mit Clubbier, genau. Was, wie heißt denn das überhaupt? Clubbier. Clubbier. Bitter? Bisschen bitter? Geht? Süffig ist es. Ja, aber bitter, das ist so kölschmäßig, oder? So, stimmt? Ja, die Kölsch, so alt, so, ich weiß es nicht. Es ist einfach wichtig, sind deine persönlichen Eindrücke, wie du es selber findest. Ganz ehrlich, schmeckt oder genau, schmeckt nicht, ist nicht meine Sache. Oder eben doch. Es ist okay. Also es ist jetzt, ja, ich würde es jetzt aber nicht als Stammgetränk nehmen, sagen wir es mal so. Okay. Gut, dann kannst du den Kronkorken noch verteilen. Hier, dann entweder hat es dir geschmeckt, also in der Sache weniger, auch wenn du sagst, ist nicht so mein Stammgetränk. Schmeckt. Aber okay. Ja, schmecke ich dir schon. Doch, doch. Also, super, Kompliment. So, was sagt die Chefin? Hey, schmeckt, kann man trinken. Gibt's besser? Ich mag kein Bier, aber das geht. Also das Etikett ist schon mal sehr, sehr gut. Gefällt mir persönlich sehr gut. Sehr schönes Design. Club Bier aus Liechtenstein. Gut, dann so, probieren wir mal. Zum Wohl. Ich will den Schrapper nur holen. Ja, sagen meine Augen nicht machen. Die Ecke sieht größer aus in dem Rasierer. Galli, wie immer. Das sieht größer aus. Abwechslungsreich zu dem Angebot hier. Das ist sehr süffig. Super, ja. Das habt ihr gut hingekriegt. Viele Grüße nach Liechtenstein an dieser Stelle. Schauen. Ja, sehr gut. Sehr gute Arbeit an den neuen Braumeister, sei hier gegrüßt. Hast du gut gemacht, Stefan. Absolut klasse. Weiter so. Gut. Aber ich mach ganz ehrlich, okay? Ja, ich meine, dann mach ich selbstverständlich. Dann dürft ihr nicht. Also du bist herzlich eingeladen zur Bierprobe heute. Okay. Wir haben ein Clubbier aus Liechtenstein. Und ja, einfach probieren, sagen, wie es dir schmeckt und den Kronkorken verteilst dann entsprechend. Schmeckt mir echt. Ja, ist gut. Ich habe dir gesagt, ich will die ganz trinken, aber ja. Jetzt will ich schon. Willst du schon? Ich lese die leer auf. Ist ja auch Gott sei Dank keine okay. So große. Ja, ich finde die voll cool. Okay, also schmeckt mir schon voll lecker. Super. Danke fürs Mitmachen. War der ehrlich gesagt? Okay. Ja. Das war die Wahrheit. Dankeschön. Mit weiteren Tester? Machst du aber auf, oder? Du stehst dir auch mal. Mach ich dir auch natürlich. Der Kronkorken ist wichtig, Mache. Ja. Den sollst du dann entsprechend verteilen, wie es dir geschmeckt hat. Halt. Ja, aber die Wahrheit, Bruder, du weißt. Ja, natürlich. Ja. Das ist Clubbier vom Brauhaus aus Liechtenstein. Boah, das schmeckt echt fett, ey. Bruder. Das ist süffig auch, gell? Ja, das, hat, das gleiche habe ich auch gedacht. Ja. Bruder, wir stoßen erstmal an. Das Bier ist auf jeden Fall super, das schmeckt echt gut. Das schmeckt echt gut. Und ja, das schmeckt halt voll dezent eigentlich. Ja, muss man sagen. Stimmt. Schon dezent, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber da kann man sich auch vorstellen, mehr als eins zu kriegen. Ja. Ich kann mir vorstellen, 20 zu kriegen. Ja. Auf jeden Fall richtig korrekt.
Peace an die Lichtensteiner. Die machen das cool. Super. Ja, Dani, vielen Dank fürs Mitmachen. Auf alle Fälle, dein Kronkorken. Der kommt auf jeden Fall hier. Verteilen, bitte. Dankeschön. Ja, habt ihr das ab jetzt da? Wir werden dann gucken, was wir da haben. Besser wär's, man. Das ist vielleicht korrekt. Ja, okay, mach das. Danke. Marco, schau mal ganz schnell. Ich brauche die Michelle. Die Shelly. Clown. Ich weiß eigentlich, was ich meine, aber ungefähr. Ich bin ja die Polin. Okay. Nee, du hattest ja auch. Ja, ich komme halt. Mach einfach weiter. Oh, daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern. So nein. Okay. Du hast ein Freibier offen. Ja. Oh. Ja. Und wir machen da eine Bierprobe. Jetzt gerade praktisch zu diesem Bier. Und wollte ich fragen, ob du Lust hast mitzumachen. Ja. Ein neues. Ja. Ganz ja? Ja? Okay, mach mal. Clubbier. Du musst probieren. Dann musst du dann sagen, was du da rein gut findest. Was? Ein paar Authentic Athletic. So, das Spiel ist einfach. Ach, das ist auch noch ein Spiel. Ja, aber ein ganz leichtes. Wir haben hier ein Clubbier aus Liechtenstein, vom dortigen Brauhaus. Und ja, du machst das einfach auf, probierst es und den Kronkorken, ja, nachdem du es probiert hast, den verteilst du dann in eins der beiden Gläser hier, die hier stehen. Entweder wenn es dem geschmeckt hat oder einfach weniger. Also wenn ich es jetzt ganz leicht. Dann habe ich voll die Arschkarte, weil da ist noch nichts drin. Ja, Tatsache. Ich möchte dich bitten, trotzdem ehrlich zu sein. Ja, das haben alle bis jetzt so gemacht. Ich bin die ehrlichste Person auf dem ganzen Leben. Erzähl dir einfach, wie es dir schmeckt. Aber beim Trinken möchte ich mal Ruhe. Trinke einfach. Passt nicht. Das schmeckt mir. Das geht aber schnell. Das ist gut. Ist gut? Ja. Von wo kommt das? Aus Liechtenstein. Genau, leider geil. Aber du weißt. Doch, das schmeckt gut. Das schmeckt echt gut. Ist das teuer, sowas? Ja, normal ist teuer. Echt? Von dem Land da kommt, ne? Von dem Land da? Von dem Land, ja. Doch, das schmeckt gut und das nehme ich jetzt mit. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir trinken jetzt dann. Zum Wohl, danke fürs Mitmachen. Ja. Wenn man Liechtenstein und Bier getrunken hat, trinkt danach Dingelack. Also, das ist wie Wasser. Ja, also kann man nicht vergleichen. Da sind auch zwei verschiedene Biere, muss ich auch dazu sagen. Das eine ist Export, das andere ist, sage jetzt mal, mehr eine Pilzart. Ja, aber man merkt halt den Geschmack. Ist total wässrig, sage ich jetzt mal. Ja. Als Dinkellager schmeckt immer, wenn man zu Korn Liechtensteiner geht. Genau, genau. Richtig. Tino viel von mir drehen. Wir haben dich in der Hand. Ich glaube es auch. Ich schwör auf alles nein. Oh, scheiß drauf. Jetzt kommt es einfach dazu. Also, es ist zum Bier. Clubbier. Ich schwör auf alles, es schmeckt. Ist gut, gell? Schmeckt echt. Was ist das? Das ist Clubbier halt. Heißt es so? Das heißt Clubbier und wird von diesem Brauhaus Liechtenstein gemacht. Warst du in Liechtenstein? Ja, gell? Ich hab's gesehen, du hast in Facebook gepostet, markiert hast du dich. Ja. Dann schmeckt aber echt nicht schlecht. Gut, gell? Wie viel hast du Prozent? 5,2, leck mich am Arsch, der 2 schlägt mich an Knorke. Ja, ist ein bisschen mehr wie jetzt bei uns die üblichen, aber auch nicht viel mehr. Das haben wir so im Schnitt 4% oder sowas. Ja, außer. Was kostet das? Was ist billig? Ich weiß nicht. Nee, so, nee. In der Biere. 4,5. Was wird das? 4,5. Du hast keinen Friseur, der uns erzählen kann. Ich muss schon gerade hier unterbrechen im Interview. Entschuldigung. Ja, nicht was. Zeig dir, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Also, alles in allem, muss ich sagen. Das ist wirklich ein gutes Bier. Und das ist aus Liechtenstein. Ich muss sagen, das ist echt ein gutes Bier. Ja, das Bier kommt vom Bierparadies. Vom Bierparadies? Ja. Das hast du aber nicht gesagt. Doch, vom Bierparadies. Wirklich? Ja, manche sagen Steuerparadies, aber ich sage halt jetzt die Bierparadies. Achso, okay, wenn das so ist. Wirklich, Fazit, super Bier. Ja, um das geht's ja eigentlich. Ne? Um das geht's. Und das hast du danach ein anderes Bier noch drauf getrunken? Noch nicht, deswegen. Ich habe jetzt nur schon auf ein zweites. Hast du danach nochmal ein Bier getrunken, ein anderes? Ein Pilz habe ich getrunken. Wie hat es geschmeckt nach dem Liechtensteiner?
Nicht so wie davor. Ich schmecke das mittlerweile anders. Das hat gar nicht mehr geschmeckt, oder? Ja, ich habe es mir besser vorgestellt, wie es eigentlich war. Also, wer Liechtensteiner Bier getrunken hat, der trinkt dann anders. Er trinkt vielleicht nochmal anders, aber er trinkt immer wieder Liechtensteiner. Das sage ich dir.